Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Sonntagabend bei SimRace TV zur Übertragung der zumindest hier in diesem auf diesem Sender gezeigten ältesten Formel 1 Serie online seit 2003, Entschuldigung, die F1 Racing League. Heute mit ihrem 18. Grand Prix in Abu Dhabi. Und ja, jetzt können wir eigentlich nur hoffen, beten, wünschen, wie auch immer, dass wir hier richtig Spaß haben. Und wir sind im dritten Qualifying. Das heißt, hier geht es jetzt um die Wurst. Und wir haben uns extra den Stream so spät gestartet, damit wir die ersten beiden Qualifyings überspringen können, weil sie sind ja doch nicht immer wirklich so spannend. Und wenn wir dann mal irgendwann so viele Fans haben, wie es Fans in der realen Formel 1 gibt, dann machen wir das natürlich auch, keine Frage. Ich darf mich heute gleich ein bisschen entschuldigen. Wir haben heute eine deutlich schlechtere Bildqualität. Liegt einfach daran, dass wir unseren dänischen Freunden in Dänemark, genau, von der DGTL heute die bessere Hardware überlassen haben. Und es ist momentan ein Stream-Server, der ausgefallen ist. Der ist am Montag wieder online. Somit mussten wir uns hier mit einer Maschine behelfen, die eigentlich überhaupt nicht fürs Gaming geeignet ist. Und das heißt, da ist gar keine Grafikkarte drin. Das ist, irgendwie haben wir was um die 20, 25, 30 FPS hier. Haben schon die Details sehr weit runtergenommen, damit wir überhaupt ein einigermaßen flüssiges Bild haben. Aber immer noch besser als gar nichts, weil hier geht's ab. Keine Frage. Wir haben heute sicherlich so einiges an Spannung, auch wenn der Sieger überhaupt ja. Hey, Benjamin Köhler ist Weltmeister in der Formel F1 Racing League, in der F1 LD. Und ja, auch nochmal hier dann von mir herzlichste Glückwünsche zu diesem Erfolg. Sein erster Titel, Christian Prosch, der Vorjahresmeister, konnte seinen Titel nicht wiederholen, nicht, ja. Und gut, Benjamin Köhler war aber auch letztes Jahr schon arg auf seinen Fersen, also zeichnete sich ab, dass es das dieses Jahr Prost sehr, sehr schwer haben wird. Und dazu kamen halt dann noch ein paar Fehler von Christian und halt auch ein, zwei Ausfälle, beziehungsweise Nichtteilnahmen. Naja, und das kann man sich dann bei so einer engen Leistungsdichte einfach nicht leisten. Und ja, so ist es passiert. Benjamin Köhler, neuer Champion hier in der F1 RL, aber die Plätze dahinter sind halt eben noch nicht entschieden. Das wird vielleicht heute, ich hoffe doch dann sehr, beim letzten Rennen in Brasilien passieren. Und naja, gucken wir mal. Also heute machen wir erstmal Abu Dhabi. Und irgendwie kam diese Strecke hier noch neu. Die wurde dann irgendwie mitten im Training noch geswitcht. Und weil die alte ja wohl irgendwie doch nicht so besonders schön war. Ja, was das hier finde ich auch nicht so wahnsinnig schön, diese Kamera in diesen Curbs, also was sich der Entwickler dabei gedacht hat. Aber gut, das soll passieren. Das ist auch verzeihlich. Oder wir verzeihen das mal. Und gucken mal. So, Johan Black, jetzt schon mal gezeigte Runde, wird hier aber durchgereicht und erwartungsgemäß, auch wenn Christian Prosch im ersten Training, soweit ich das verfolgen konnte, oder in den Quali vorher auf Platz 1 stand, hier wo jetzt mit Rennabstimmung gefahren wird, das heißt, hier gilt jetzt die Parc-Fermé-Regel, Sprit und Reifen müssen so sein, wie man an den Start geht. Sieht es erstmal jetzt wieder sehr nach Jonathan Herzschin aus, momentan auf der Position 1 mit einer 1:41.451. Benjamin Köhler dahinter, ich sehe gerade, Prost ist noch gar nicht so wirklich gefahren oder hat noch keine so wirklich eine Zeit hingelegt, also das warten wir erstmal ab, bevor wir hier große Töne spucken. Ja, wie gesagt, Benjamin Köhler hier auf der Position 2, Lars Zuncke auf der 3, auf der 4 Rainer Heinke, 5 Mario Söllner, auf der 6 Johan Black, auf der 7 Tobias Zuncke, auch beide Zuncke heute in den Top 10. Also nicht schlecht. Auf der 8 Timo Mühleisen. Und jetzt gucken wir mal. Ja, auch Christian Prosch ist jetzt hier unterwegs und da wird es halt nochmal spannend. Also das müssen wir schon mal schauen. Er hatte hier Rückstand, 2,5 Zehntel. Gucken wir mal, was da jetzt bei rumkommt. Platz 1. Also den Rückstand konnte er ausfahren.
Platz 1 für Christian Brosch, also jetzt bestätigt er seine Leistung aus den ersten beiden Qualifyings. Und ja, vielleicht setzt er hier beim vorletzten Rennen doch nochmal einen Achtungspunkt. So, Jonathan Erjin bleibt 14.000stel fehlen ihm hier auf die Pole. So, und viel Zeit ist nicht mehr. So, Benjamin Köhler hier wohl mit einer nicht ganz, oder sagen wir mal mit einer anderen Linienwahl. Der hat sich da jetzt wohl, der wollte wahrscheinlich erstmal da noch jemand vorbeilassen oder wie auch immer. Mittlerweile dann zurück durch die Pole von Brosch. Momentane Pole von Brosch jetzt auf Platz 3 zurückgefallen. So langsam wird das auch wieder was mit dem Fahrerfeld. Also ich habe vorhin 20 Fahrzeuge gesehen. Momentan sind es nur 19. Also gucken wir mal. Mal jemand kommt, weil wenn der im ersten Quali, in den ersten beiden Qualis rausgeflogen ist, kann er hier in diesem Quali nicht wieder joinen. Also kann dann das eigentlich entscheidende Qualifying nicht fahren. Ist natürlich bitter, wenn er dann auf den Plätzen, ja, in den Top 10 war. So, eigentlich, ja, jetzt Mario Söllner auf die 3. Ja, da ist aber sehr viel Rückstand, also da passiert nichts. Gucken wir nochmal zu Erjin hin. Ich weiß nicht, wie das mit der Katterei ist hier. Also das sah schon wirklich heftig nach Katter aus hier gerade. Da war das Auto weit hinter dem Körb. Aber es ist auch keine gezeitete Runde, von daher ist das auch in Ordnung. So, die beginnt jetzt für Jonathan Erjin, derjenige, der hier noch in der Lage wäre, sich die Pole nochmal zu holen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn es jemand schaffen würde, dann er. Machen wir also gleich so ein bisschen ins Cockpit hier. Also das ist schon ganz schön heftig, was hier gefahren wird. Die Strecke beileibe keine Anfängerstrecke. Ja. So, jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte. Ja, schon drüber raus. Also wie fast überall, aber hier auch gibt es einige Stellen, die müssen so präzise gefahren werden, so extrem präzise gefahren werden, dass da wirklich die Schwierigkeiten zu versuchen sind, beziehungsweise hier die Runde weggeworfen oder gewonnen wird. Diese Schlusspassage hier unglaublich schnell, dann auch hier nochmal erster, zweiter Gang, gut, das ist jetzt dann nicht mehr ganz so schnell, aber diese drei Kurven da vorher unglaublich schnell zu fahren. Und das reicht, das reicht. Jonathan Erjin auf der Pole. Jetzt gucken wir mal noch, ist Christian Brosch noch unterwegs? Der ist noch unterwegs und beginnt auch noch 20 Sekunden vor Schluss eine neue Runde. Und er schneller, aber deutlich schneller. Über 2 Zehntel hier im ersten Sektor. Und Erjin hat keine Runde mehr, wenn... Nee. Oder doch, der könnte schon auch noch auf einer Runde sein. Wir gucken mal ganz kurz. Erjin fährt auch noch. Erjin fährt auch noch.
Und Porsche ist gar nicht weit weg von ihm. Also hier, das gibt nochmal ein ganz heißes Finish. Oh, und hier schmeißt es weg. Also ich glaube, hier hat das jetzt... Nein, er ist noch 17.000stel vorne. Ich meinte, ich hätte bei Porsche jetzt auch irgendwas Grünes gesehen. Ja, Christian Porsche schaut hier nochmal eine Hammerzeit hin. Eine 1,40, das ist das 5,34, wenn ich das hier richtig erkenne. Ja, grandios. Oder 5,36 oder irgend sowas. Werden wir sicherlich gleich auch im Live-Timing haben. Ja, und dann steht es fest. Christian Brosch teilt sich die erste Startreihe mit Jonathan Erchin. Auf Platz 3 dann Lars Zunker. Auf der 4 Mario Söllner. Platz 5 für Rainer Heinkel. Auf der 6 Benjamin Köhler. Auf der 7 Timo Mühleisen. Platz 8 für Robert Schweder. Platz 9 für Johann Black und Platz 10 für Tobias Zunker. Machen wir noch die anderen. Geburtstagskind Markus Denk, auch nochmal hier von dieser Stelle aus alles Gute. Platz 12 für Thomas Walter, Platz 13 Nils Weiß, unser Rookie. Platz 14 Rainer Ebner, Platz 15 Sergej Vdovin, Platz 16 Thorsten Dress, Platz 17 Frank Schöber, Platz 18 Jan Riedel. Und auf der 19. Position sind wir. Da gehören wir auch hin. So, denn das die letzte ist. Wir hoffen aber, dass da noch ein Fahrer dazukommt. Genau. So, und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das hier, dass da noch ein bisschen was passiert. Hier sehen wir das Auto des Polesetters. Der Red Bull von Christian Brosch. Ah, er steht genau neben mir. Auch nicht schlecht. Da hat sich doch so ein Toyota. Was sucht der Toyota vor unserem Club? Ach nee, das war ja ein Dacia. Naja, okay. Hört auch mit A auf. So. Wir sind im am Rennstart. Das heißt, das ist jetzt der Bereich Race Before. Das heißt, es gibt jetzt erstmal eine Formation Lab. Quatsch, eine Reconnaissance Lab. Die Jungs fahren hier aus der Box. Und mal gucken, ob wir hier eine andere Kamera noch kriegen. Ja, nicht so wirklich. Ja, das ist nett hier. Man glaube ein bisschen was. War das mal. Oh ja, das geht hier sogar auch. Sehr schön. Genau. Ja, und da kommen die Herrschaften. Ach nee, halt, Moment. Nix Race Before, wir sind im Warm-Up. Das heißt, jetzt gibt es erstmal 10 Minuten Warm-Up. Und da nutzen wir mal die Gelegenheit und gucken uns mal so ein bisschen in der Meisterschaftstabelle um. Auch wenn das ja eigentlich schon gegessen ist, das Thema. Aber, ja Gott, was soll man sagen? Es sind ja nicht nur Gewinner, also was heißt nicht nur Gewinner? Natürlich sind das alles Gewinner hier, aber nur einer kann natürlich Meister werden. Von daher sind da schon noch ein paar andere Leute, die schon auch noch um die Podestplätze in der Meisterschaft fahren. Und da schauen wir mal so ein bisschen rein, wie das momentan aussieht. Also nochmal hier herzlichen Glückwunsch an Benjamin Köhler für den Titel in diesem Jahr. Und ich sag mal, er hat auch mit... Ja gut, alle Rennen ist er auch nicht gefahren, aber also eins hat er ausgelassen müssen, aber ansonsten ist das absolut gleichwertig. Jetzt muss man allerdings auch sagen, Jan Wenninger, der Zweitplatzierte, hat die gleiche Anzahl von Rennen und von daher ist das also 298 Punkte für Benjamin Köhler nicht uneinholbar, denn der Zweite hat 232. Aber wir wissen ja, für den ersten Platz gibt es 25 Punkte. Wenn ich das hier richtig gesehen habe, ist Jan Wenninger heute nicht dabei. Das bedeutet, Jonathan Erchin, so er das Rennen gewinnen würde, ja, wenn Christian Brosch ihm da nicht einen Strich durch die Rechnung macht, käme ran mit seinen 193 Punkten
auf 118 Punkte, das wären dann noch 12, 14 Punkte nur noch Unterschied. Das heißt, da hätten wir einen heißen Fight beim letzten Rennen. Sollten ihm dann noch die 7 Punkte weggenommen werden, indem Christian Prosch heute gewinnt, dann würde es natürlich knapp, weil, naja gut, dann muss er schon gewinnen, das letzte Rennen, und Wenninger darf keine Punkte einfahren. Also das wird nochmal spannend, aber auch Christian Prosch auf Platz 3 ist nur 8 Punkte hinter Jonathan Erchin. Von daher geht es hier heute richtig um was. Er kann halt noch nicht an Erchin vorbeiziehen, weil, also das heißt, das kann er schon, wenn Erchin nicht Zweiter, sondern schlechter als ein zweiter Platz wird. Aber wir gehen mal davon aus, einer von den beiden wird hier heute vielleicht gewinnen, wenn Köhler da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber das ist alles spannend, alles toll. Ja, und da haben wir halt unsere Spannung auf Platz 2, 3, 4. Die können alle noch auf den zweiten Platz irgendwie kommen in den nächsten beiden Rennen. Jetzt, heute geht es aber erstmal um die dritte Position, die dann natürlich auch im letzten Rennen nochmal vakant ist. Also das ist alles ziemlich, ziemlich spannend und wir sind mal sehr, sehr gespannt, was die Herrschaften hier so alles dann heute treiben. So. Wäre jetzt schön, wenn ich jetzt mein Live-Timing wieder hätte. Ah, wunderbar. So, sollte mal irgendwas da zwischendurch miauen. Das ist mein Kater, der ja, ist ein bisschen vernachlässigt worden dieses Wochenende. Das soll passieren. Aber kein Grund, jetzt den Tierschutzverein auf den Plan zu rufen. Der Gute hat genügend Reserven, um auch mal einen Tag ohne sein Futter auszukommen. Und ja, tolles Thema für einen Livestream, merke ich gerade. Macht nichts. So, und jetzt gucken wir mal da oben so ein bisschen hin. Thomas Walter momentan 1:42.387. Also gar nicht mal so weit, also ja, etwas über 2 Sekunden langsamer als die schnellste Runde im Qualifying. Ja, muss man mal warten, was da noch geht. Es ist ja so, dass die Herren hier, die Herren Champions, ja, irgendwie das Qualifying, ach nee, Christian Prosch fährt es tatsächlich, aber wohl etwas gemäßigt. Aber wir hatten ja schon so irgendwelche Spezies, die das Qualifying nicht gefahren sind. Quatsch, das Warm-Up nicht gefahren sind, weil sie halt glauben, dass ihre Motorhaltbarkeit darunter leidet. Ja. Muss man akzeptieren. So, Johann Black, Chef der F1 Racing League ab der neuen Saison. Da wird es sicherlich im letzten Rennen noch ein paar Worte zu geben. Also da hoffe ich mal, dass er auch dann mal ins Interview kommt während des Rennens. Da müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Oder so vorm Rennen mal so 5 Minuten kleines Interview mit dem Jungen machen. Also der Johann ist mit Sicherheit derjenige, der die Geschicke der Liga am besten leiten kann. Zusammen mit Thomas Walter und Oliver Henne. Ja, also die drei werden dann ab der Saison 2012 hier Verantwortung zeigen, übernehmen. Schauen wir mal. Upsala! Und der Herr Walter fährt ins Heck. Richtig sehe, genau. Ja, das war eben gut zu sehen. Kommt man hier zu weit über diese Curbs, die haben halt so eine ziemlich tiefe Rille. Da setzt das Auto auf und dann verliert man. Definitiv.
Okay. Wahrscheinlich will er ihm jetzt mal, ja, den Mund boxen, wegen dieses Stupsers. So, Markus Denk auf Platz 2 gefahren. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn der Markus hier, ich glaube, er hatte gestern Geburtstag, wenn ich mich nicht ganz schwer irre, wenn er hier heute nochmal ein richtig schönes Erfolgserlebnis hatte. Ein, zwei Achtungserfolge hatte er diese Saison. Also so ein bisschen der Knoten scheint geplatzt. Batteln auch richtig hier. Das ist halt eine ganz schwierige Situation. Wenn die so nebeneinander fahren, sieht man nicht, wo der Gegner ist. Also, oh, jetzt versucht das Außen hier. Ja, Mensch. Wahnsinnsmanöver, die beiden. Ja, also das hat man hier klar gesehen, das war jetzt hier ein klarer Cut. Und da sieht man auch, wie viel das ausmacht. Also er war ein Stück weg, aber durch diesen Cut sofort wieder ganz dicht dran. Sehr optimistisch hier. Oliver Henne in einem grünen Auto, was denn da passiert? Haben die Paints geändert oder was? Junge, 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 Junge. Nö, kann ja nicht, der Toyota ist ja auch noch dabei. Nee, also da hat man sich wohl... So, 20 Sekunden noch. Was ist denn mit Herrn Söllner? Steht in der Box, aber die Zeit läuft. Mario, deine Zeit läuft ab. Also bitte, ja, mach noch was Sinnvolles. So. Thomas Walter gewinnt das Warm-up. Alles Gute, die herzlichsten Glückwünsche hier aus dem Studio Delmhorst. Direkt nach Zittau. Nee, stimmt ja nicht. Zittau in Abu Dhabi, genau. So. Gucken wir mal. Ah, genau, wir sind wieder 20. Der Thorsten, den hat es erwischt. Thorsten Tress ist dann auch wieder mit dabei. So, und jetzt sind wieder 20 Autos in den Boxen. Also 19 werden ins Rennen gehen. Ich fahre ja nicht so wirklich. Wäre auch sehr lustig hier mit 15 FPS und Remote-Verzögerung. So, nein, das ist ja nicht wahr. Thomas Walter verliert seinen Sieg im Warm-up an Mario Söllner. Dieser Spielverderber, das war wahrscheinlich die Zeit, die da ablief. Ja.
Ja, so, nun hätten wir das aber schon mal ganz gern, dass es hier weitergeht. Hoffe, die haben die Startaufstellung hinbekommen. Ja, wir warten, wir harren der Dinge. Tja. Oder mal, ob ich denn hier nicht auch nur völlig sinnlos rumrede oder ob wir vielleicht sogar vier, fünf Zuschauerchen haben. Ja, immer so, wenn das nicht wirklich angekündigt ist, dann ist ja immer. Oh, ja, ich glaube. Oh, neun. Ich danke recht herzlich. Dran liegt's. Ja, wir harren. Also da scheint die Race Control irgendetwas gefunden zu haben. Die sind da wahrscheinlich noch am Diskutieren. Ich habe noch keine Info, was genau jetzt der Grund ist für die Verzögerung, aber das hat immer Gründe. Wir ahnen nichts Schreckliches. Wir ahnen nichts Gutes. Ah, jetzt sind wir im Rennen. Wir sind soweit geswitcht. Herzlich willkommen hier. Du 55 Runden Abu Dhabi in der F1 Racing League zum 18. Grand Prix der F1 Racing League in der Saison 2011. Mein Name ist Lutz Enger und wir machen hier heute Abend Programm. Und wir hoffen mal ganz schwer, dass wir hier richtig, richtig viel Action sehen. Was ist das denn jetzt? Wieso geht denn da Ampel? Ah, okay. Die Ampel, die Boxengasse ist offen. Also, man darf jetzt rausfahren. Hä? Das geht also nicht. Ah, hier sind wir. So, jetzt gucken wir mal. Genau, da fahren sie. Ja, hier kommen doch die Herrschaften gefahren. Sehr schön. Wunderbar. Aus dem Tunnel raus. Ich erzähle euch noch mal ganz kurz die Startaufstellung. Also das, was jetzt passiert hat, ich bin schon mal anfangs des Warm-ups kurz erläutert. Reconnaissance Lab, die Leute fahren aus der Box, Piloten fahren aus der Box in die Startaufstellung und danach gibt es eine Formation Lab. Wir haben also noch ein paar Minütchen. Christian Brosch steht auf Pol, neben ihm in der ersten Startreihe Jonathan Erchin, Lars Zunker und Mario Söllner. In der zweiten Startreihe, dritte Startreihe, nur gut, Rainer Heinke ist okay, aber Benjamin Köhler, nur dritte Startreihe, also ich gehe mal davon aus, gar nicht trainiert. Timo Mühleisen auf Platz 7, zusammen mit Robert Schweder in der vierten Startreihe. Dann auf Platz 9 Johan Pleck, Tobias Zunker auf der 10, 11. Platz für Markus Denk, 12 Rainer Eben, 13 Frank Schöber, 14 Sergej Vdovin, 15 Nils Weiß, Thomas Walter auch nur auf der 16. Ah, da hat es noch. Ja. Genau. Da gab es noch Strafen. Genau. Da gab es noch Verschiebungen in der Startaufstellung. Jan Riedel auf 17, Thorsten Tress auf 18 und Oliver Henne ist auch noch mit dazu gekommen. Genau. Warum steht der jetzt hinter mir? Den haben sie irgendwie ganz vergessen, wieder dahin zu stellen, wo er war. Oder? Würde ich mal so meinen. Gucken wir mal.
Es ist schon irre spannend, das muss man mal sagen. Jan Wenninger heute nicht dabei. Bedeutet, er bringt seine Vizemeisterschaft arg in Gefahr. Christian Prosch und auch Jonathan Erwin haben die Möglichkeit, da ranzufahren. So, hier kommen die Herrschaften alle. Wie gesagt, das Ganze ist arg ruckelig. Tone es nochmal, wir haben heute wirklich Ersatzhardware, damit wir überhaupt den Stream machen können. Diese Hardware ist normalerweise nicht dafür. Steht da hinten noch einer oder täusche ich mich? Diese Hardware ist normalerweise nicht dafür geeignet, da Games drauflaufen. Da ist keine Grafikkarte drin. Das wird alles über den Prozessor abgewickelt. Das ist sicherlich wenig professionell und tatsächlich, hier haben wir irgendwas. Ach, das bin ich. Okay. Nee, dann fahren die alle. So, dann gehen wir mal wieder auf die Position 1. Würde ich gerne tun, wenn ich mich ließe. Da sind wir auf der 2. So, und hier haben wir den Führenden. Den Polesetter, nicht den Führenden. Christian Brosch. Wir haben auch ein neues Aufnahmeprüfungsverfahren für Simrace TV-Kommentatoren. Also man muss am Abend vor seinem Stream bis früh morgens um 4 wach bleiben. In der Zeit von 11 Uhr bis 4 Uhr morgens eine Flasche Williams Christ trinken. Also diesen, ja, was ist denn das, Likör oder was auch immer. Ja, und dann muss man topfit sein. Nicht schlafen zwischendurch nochmal. Nein, nein. Den ganzen Tag unterwegs sein. Also von um 4 bis um 8 darf man, ist ein Schlaf erlaubt. Aber dann muss man auf und frühstücken und alles ganz toll. Und dann noch ein bisschen durch die Gegend fahren und irgendwelche Leute besuchen. Und ja, viel Spaß haben. Und dann eigentlich nur noch den Wunsch haben, ins Bett zu gehen. Aber nein. Da streamt man dann, ja, dann ist man, dann hat man die richtige Kondition, hier so nochmal 2 Stunden Formel 1 zu moderieren. So muss das sein. Welcher Volldepp geht denn jetzt hier rauf? Wir stehen in der Startaufstellung. Wir haben hier ein und auf geht's. Der 18. große Preis der F1 Racing League ist gestartet. Christian Brosch geht als erster in die erste Kurve, gefolgt von Jonathan Erchin und Lars Zunker, wenn ich das hier richtig sehe. So sieht's aus. Lars Zunker hier am Start gut weggekommen. Benny Köhler vorgefahren auf hier von Startplatz 6. Auch 2 Plätze gut gemacht. Auf der 5 dann Robert Schweder. Auch der richtig gut nach vorne gekommen. Auf der 6 Mario Söllner. Der hat verloren. So, jetzt gehen wir erstmal nach vorne wieder gucken, was die zwei hier machen. Das ist jetzt erstmal das Spannende. Also, die können sich so ein bisschen schon von Zunker absetzen. Upsala, und da gab es eine Berührung. Da war er wohl ein bisschen schneller als Brosch, hat er gleich quer gestanden, ein paar Zehntel verloren. Der Jonathan Erchin. Somit ist Zunker wieder ran. Gehen wir mal auf die 5. Da ist es nämlich richtig eng hier. Robert Schweder. So, dann sind wir mal gespannt, wann Benjamin Köhler hier angreift.
Ja, das fällt noch verdammt eng beieinander hier. Wenn ich das hier richtig sehe, sind das bis Platz 15 innerhalb von 10 Sekunden. Gehen wir mal zu Benjamin Köhler. Jetzt gibt es hier den Angriff oder gibt es ihn nicht? Nein, er bleibt noch dahinter. Hat zu spät den Windschatten bekommen. Und hier scheint er zu verlieren in diesem Bereich. Benjamin Köhler, also noch nicht so die Form, wie man die von dem frisch gebackenen Meister erwarten sollte. Christian Brosch fährt die schnellste Rennrunde, 1:40.520. Noch nicht so wirklich was. Und Brosch kann sich schon auf gut 2 Sekunden absetzen von Erching. Also Brosch hat hier scheinbar heute wieder ein Setup gefunden oder die Strecke liegt ihm besonders gut, wo die anderen relativ geringe Chancen haben. Wir werden sehen. Aber trotzdem noch mal hier hin, ob da was geht. Hier in den Kurven ist er ja ziemlich dicht dran, das muss man ja mal klar sagen. Hier diese Passage, die ist schon auch sehr... Das ist doch nicht wahr, oder? Hier aber nicht so wirklich. So, gucken wir mal wieder weiter. Mario Söllner auf R5 ist wieder ein Stück nach vorne gekommen. Ist ja Teamkollege Rainer Heinke direkt dahinter. Timo Mühleisen auf der 7, der hat diesen Platz auch irgendwie so ein bisschen gepachtet. Zumindest in der Anfangsphase eines Rennens. Markus Denke auf der 8 und hat hier einen sehr, sehr schönen Fight mit Tobias Zunker. Dann geht da noch nicht so wirklich was. Also die sind wohl ziemlich ebenbürtig. Weiter hier, Sergej Wdowin, Thomas Walter. Also überall noch viele, viele Duelle.
Frank Schöber auf der 12 hat sich hier gut halten können. Oh, und hier ist ja voll was los. Hier geht es ja richtig ab. Nils Weiß auf der 12, auf der 13. Oliver Henne. Ist das schon Überrundung hier? Nee, das kann ja nicht sein. Johann Kleck. Ja, von wegen, das sind keine Überrundungen. Und Jan Riedel ist auch noch mit drin. Gucken wir mal. Also, Rainer Ebner, genau, der ist da noch mit dabei. Oliver Henne. Robert Schweder. Also, ups, was macht denn der Robert hier? Da muss da wohl einen Notausgang nehmen. Hat keinen Platz gewonnen. Oliver Henne, wann hat man den denn zuletzt mal in so einer Action? Im Toyota, jetzt haut er sich hier daneben, da ist aber definitiv ein Problem, oder? Nee. Uiuiui, da gibt's dann gleich, boah, Wahnsinn. So, jetzt auch Rainer Ebner da vorbei. Ein sehr witzigen Manöver. Sehr schön gemacht. Komm mal auf, dass da jetzt nicht mehr passiert. Uiuiuiui, wo kommt die denn da alle lang? Nee, also das sah gut aus. So, Johann Black. Ups, eieieiei. Das ist aber nicht Rainer Ebner. Das ist Thorsten Dress mit einem fehlenden Frontflügel. Genau, da kommt er. Ach, wie bitter, wie bitter. So, damit wir das Ganze hier nicht so wirklich verpassen. Also wir haben hier vorne leider schon etwas über 2 Sekunden zwischen den ersten beiden. Aber ja gut, es wird schon von Runde zu Runde, wird es immer noch mal ein Zehntel mehr. Danach dann schon ein 7er-Sprung zu Platz 3. Also Lars Zunker lässt da jetzt so ein bisschen Zeit liegen. Aber dahinter geht's halt rund. Die beiden Teamkollegen Heinke und Söllner. Also Söllner hier, der auf der Ideallinie fährt. Heinke der daneben ist. Ja, Mann. Ja, so ganz ideal war das vielleicht auch nicht, aber immerhin. So, Benjamin Köhler, Timo Mühleisen, Markus Denk, Tobias Zunker, Sergej Dorwin, Thomas Walter, also das ist hier alles noch ziemlich, ja, hier ist noch gar nicht so wirklich. So, und dann bleiben wir mal vorne bei den ersten beiden und gucken mal so ein bisschen ins Cockpit von Jonathan Erschin, was er so an Entfernung sieht, weil das ist das, was der Fahrer sieht, was ihr jetzt auch seht. Und da ist Christian Brosch da vorne. Das sind knappe 2 Sekunden, knapp 3 jetzt schon. Die Frage ist, ob ihn dem Jonathan Erschin gleich wieder so ein Sahnenstück wie im vorletzten Rennen gelingt, wo er da an der Box doch einiges an Zeit gewonnen hat. Upsala. Und was sehen wir da? Ein Mario Söllner eben als Karussellbetreiber. Das war ein Praxistest. So, und da sind jetzt durch die Mobileisen.
Benjamin Köhler und Rainer Heinke. So, was ist hier eigentlich mit Köhler los? Ich verstehe es nicht so ganz. Also so richtig kommt der nicht klar hier heute. Die Kamera nervt mich ja total. Das jetzt gerade richtig gesehen. Wo ist denn der Rainer Heinke hin? Benjamin Köhler, Mühleisen, Söllner, Denk. Ja, da brauchen wir gar nicht viel gucken. Rainer Heinke ist raus, würde ich meinen. Wird hier auf Platz 6 geführt im Live-Timing, aber da ist er nicht. Mario Söllner. Das sah mir so eben, der verschwand so einfach von der Bildfläche. Ja, jetzt wird er als DNF angezeigt. Also sehr wahrscheinlich Disconnect, so wie das aussah. Ja, wir sehen es, also Zunker bereits 9,5 Sekunden in der Spitze zurück, sind gut 7,5 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten. Und hier auch werden langsam die, Moment mal, das stimmt doch nicht, das ist Mario Söllner, wieso zeigt er mir denn da Markus Denk an? Gehen wir mal, müssen wir hier mal wieder diese Taste betrügen. Genau, hier haben wir nämlich den Markus. Dann ist wahrscheinlich auch der Oliver Henne ganz normal in seinem Toyota unterwegs. Also da habe ich wahrscheinlich vorhin einfach nur, wurde mir das falsche Auto, also der falsche Name zum Auto angezeigt. Nee, das falsche Auto zum Namen, so rum. So, hier geht's richtig ab noch. Tobias Zunke hat sich jetzt hier so ein bisschen durchsetzen können. Gegen Sergej Vdovin und der dritte im Bunde hier ist Thomas Walter. Dann gucken wir uns die drei mal jetzt so ein bisschen an hier. Da geht es echt auf einen Millimeter. Funktioniert das hier noch nicht mit ihm. Nochmal, Vdovin scheint da momentan etwas besser unterwegs zu sein in unserem Porsche F1. Ja, also das möchten wir mal ganz deutlich betonen, dass die Firma Porsche hier in der F1 Racing League bereits eine Saison Test gefahren ist. Wertvolle Erkenntnis konnten gewonnen werden. Jetzt gibt es hier einen kleinen Angriff. Ne, er steckt nochmal zurück. Hoppala, was macht denn Walter da? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Uiuiuiui. Das war ja mal ein Cleverle.
Thomas Walter hier, also das muss man ja mal klar sagen. Wir gucken mal, ob wir das nochmal ins Replay kriegen. Ja, hier sehen wir das. Er geht hier innen rein, da gibt es zwar eine Berührung, zu tritt hier, ja, und Storwin wahrscheinlich völlig überrascht. Er parkt da erstmal fast. Ja, und dann waren sie durch. So, wir sind wieder live. Also das hat Walter sich nur zwei, drei Runden lang angeguckt, das Drama in dieser Schikane. Und dann gnadenlos ausgenutzt. Sehr clever. Ob das clean war oder nicht, das entscheiden wir hier nicht. Weiß ich nicht, war das jetzt eine Folge? Gab es da eine Berührung? Gucken wir uns nochmal an. Das Ganze. Nochmal zurück. Falsch, das war die falsche Richtung. Ja, doch, da gab es eine kleine Berührung, aber ja gut, in der Folge dessen fliegt er zwar ab, aber das hatte mit dem Rausbeschleunigen zu tun, war keine direkte Einwirkung von diesem Stupser, sondern das lag dann wirklich daran, dass er da zu früh aufs Gas gegangen ist. Ja, schade. Somit ist der Dreikampf hier erstmal, hat sich so ein bisschen aufgelöst. Mühleisen ist wieder auf die 7 zurückgefallen. Warum das eigentlich? Markus Denk ist vorgefahren auf die 6. Das ist passiert. Mario Söllner auf 5, Benjamin Köhler auf 4, Lars Zunker auf der 3, Jonathan Ertschin zweiter und führender Christian Prosch. Ja, das scheint aber ein Fehler von Mühleisen gewesen zu sein, weil da ist auch schon ein relativ großer Abstand. Was haben wir denn hier? Thomas Walter und dann haben wir hier Sergej Storwin und Robert Schweder, die hier richtig im Fight hängen. Wir hoffen, dass er jetzt hier nicht nochmal so eine Erfahrung machen muss, dass er so bitter ausgebremst wird. So, hier kommt der Angriff, der ist auch noch zeitig. Ja, das sollte passen. Ja, das passt auch. Ganz sauber gemacht. Gleich die Linie zugemacht. Robert Schweder hier jetzt durch. Aber das sieht noch nicht so aus, als ob das schon gegessen wäre. Storwin attackiert hier noch. Kamera, die ist echt zum Fürchten. So, jetzt gibt es hier nochmal. Ja, da sind sie ein bisschen. Das war, da war so nicht wirklich was hier mit Windschatten eben. Und Schweder konnte jetzt hier auch ein paar Zehntel rausfahren auf der Start und Ziel.
glaube, später ist da ein Ticken schneller unterwegs. Gehen wir mal noch hier hin. Johan Black und Tobias Zuncker. Tobias Zuncker ja in die Top 10 gefahren, ins Top 10 Qualifying gefahren. Momentan nicht ganz so erfolgreich auf Platz 12 momentan. Mal wieder nach vorne. Ja, hier tut sich aber nicht mehr so viel. Also Porsche hat ja doch ein bisschen schon. Ach doch, 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 doch. Also oh, Zuncker ist dran an Ercin. Hoppala, was war das denn hier? Was machen die denn? Das müssten Zuncker und Köhler sein, genau. Ja, Wahnsinnsfight hier. Oh, das hab ich befürchtet. Köhler hier wirklich. Upsala, ja. Gucken wir uns das hier nochmal an. In der Zielkurve geht er hier rein und also klassischer Wegschieber. Also das wird definitiv für Gesprächsstoff sorgen. Gucken uns das hier nochmal an. Also sticht hier innen rein und trifft Zuncker da richtig schön am Seitenkasten und dann fliegt er da auch ab. Also das ist fast so, als hätte er ihn nicht gesehen. Natürlich hat er ihn gesehen. So. Und Zuncker verliert sogar etliches an Plätzen. Ja, zwei Plätze, ist zurückgefallen auf Platz 5. Ich denke mal, der hat jetzt so leichtes Bauchkrummeln. Markus Denk fährt auf einen hervorragenden 6. Platz momentan. Oh, ich sehe auch Frank Schöber. Was ist da denn passiert? Frank Schöber wurde disqualifiziert. Das kann ja nur bedeuten, dass er entweder zu spät aus der Box gefahren ist oder irgendeine Strafe nicht beachtet hat. Ich tippe mal auf Ersteres, dass er irgendwie bei Rot aus der Box gekommen ist. Das jetzt hier richtig interpretiere, ist Lars Zuncker, war der auch in der Box. Genau. Oh, der fährt jetzt hier durch den Tunnel. Das ist eine sehr schöne Perspektive. Da weiß man so, wenn man das erste Mal sieht, denkt man, hä, was ist denn jetzt ab? Was geht denn da ab? Auto weg oder? Nein, nein. Also fahren da unterirdisch auf die. Oh, da geht er auch gleich zur Sache. Da geht er aber auch gleich zur Sache mit richtig, ja, Wahnsinnsmanöver. Sergej Dobbin, das war jetzt das zweite Erlebnis dieser Art hier heute in diesem Rennen. So, und wir haben hier Johan Black, der hier alles versucht, um an Dobbin vorbeizukommen. Ja, und das klappt auch. Außenrum. Wahnsinnsmanöver. Christian Brosch jetzt schnellste Rennrunde, 1:40.472. Und das noch ohne Boxenstopp. Wenn ich das richtig sehe.
Ja, richtig. Roche fährt hier aber konstant mittlere 40er Zeiten, die letzten drei Runden. Und Erchin ist da, ja, dem fehlen da ein bisschen. Also auch mal eine mittlere 40, aber dann auch wieder eine 41,1, 41,0 dabei. Also ja, bei ihm fehlt an der Konstanz. Also die Zeiten kann er wohl auch gehen, aber ja, nicht so konstant wie Christian Brosch. Sekunden an die beiden. Mhm. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt nochmal sehr spannend. Okay, jetzt sind es. Aha, da oben stehen 3,355 und da unten stehen 5 Sekunden. Also, was darf ich denn jetzt glauben? Also, nehmen wir mal die Zeit da oben. Dafür, dass er ihn noch sieht, denke ich mal, ist das auch das Realistischere. Da kommt jetzt Benny Köhler und auf der 4 Mario Söllner. Dann haben wir hier auf 5 und 6 wieder ein Duell. Markus Denk und Timo Mühleisen. Hammerhart über die Körbs geräubert. Er hat aber hier auf den Geraden keine so wirkliche Chance, daran zu fahren. Naja, und dahinter haben wir ja dann auch noch den Robert, upsala, ja, den hatten wir da. Ja, der verliert jetzt hier mit seinem Dreher dann mal noch einen Platz. Und da kommt jetzt auch noch Thomas Walter ran. So, Lars Zunker bereits zurück auf Platz 7. Und er hat 56 Sekunden, 55 Sekunden Rückstand. Ja, da bin ich mal gespannt, wo er dann rauskommt, wenn die anderen hier beim Boxenstopp waren. Ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht verpassen.
sehr flüssig aus hier bei Timo Mühleisen. Ich sehe da gerade was, das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Sind das wirklich nur noch 3,6 Sekunden? Ja, das ist so. Da muss wieder was gewesen sein. Wir gucken mal die letzten Rundenzeiten uns an. Erchin fährt jetzt auch konstant. Mittlere 40er. Und Christian Frosch, ja, aber so viel verloren hat er eigentlich nicht in den letzten Runden. Wo kommen denn die 2 Sekunden her? In allen Fall 2/3 Zehntel pro. In den 3 Runden, die er da langsamer war. Also die beiden führen hier Platz 1 und 2 jetzt innerhalb von 2 Sekunden. Bleibt mal zu hoffen, dass Jonathan Erchin heute nicht wieder einen Disconnect erleidet. Hat er ja schon 3-mal dieses Jahr. Die beiden sind hier, da könnte man wahrscheinlich auch was erwarten, weil Lars Zunker natürlich durch den frühen Boxenstopp. Ah, okay, das Ganze tut sich jetzt von alleine sortieren. Lars Zunker zurück auf Platz 5. Und ich sag mal, die beiden vor ihm, das könnte eng werden, wenn die in die Box kommen. Deswegen schauen wir uns das mal an. Vielleicht gar nicht noch gar nicht so sehr Benjamin Köhler, aber Mario Söllner, den könnte er knacken. Söllner ist halt nur knapp 6 Sekunden hinter Benjamin Köhler. So, dann habe ich jetzt gerade gesehen, Platz 8, Tobias Zunker vorbei an Timo Gleisen. Das ist aber höchstwahrscheinlich durch den Boxenstopp passiert. Und der Sergej Vdovin ist da dran. Aber er wird wahrscheinlich keine Chance haben gegen einen Timo Mühleisen mit frischen Reifen. Aber Rainer Ebner hier auf der 11. Also, bitteschön. Der hat hier, dem geht's hier heute richtig gut. Markus Denk kommt hier aus der Box. Platz 10 kommt er wieder raus. Gucken wir mal. Köhler war noch nicht in der Box. Erchin noch nicht. Brosch noch nicht. Söllner noch nicht.
Das würde aber auch bedeuten, also das muss nicht zwangsläufig, weil wenn die mit den harten Reifen den längeren Stint gehen können oder so einen langen Stint gehen können, 33 Runden sind noch zu fahren, dass die natürlich dann auch durchfahren. Aber zum Beispiel Lars Zunker, da möchte ich schon fast meinen, der ist auf einer 2-Stopp. Es wird halt mal jetzt spannend sein zu sehen, wann die hier rauskommen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die beiden hier, Köhler und Zöllner, dass die hier frühestens so in Runde 27, 28 reinkommen. Weil das wäre dann so ziemlich genau die Halbzeit. Ganz kleine Pause hier eben. Mal gerade was gucken. So, da sind wir wieder. Sorry für die Wirrungen, aber da mussten wir eben mal schauen. Vorne die beiden Herrschaften. Also hier wird es jetzt wieder gerade mal ein bisschen mehr für Jonathan Erchin. Aber es ist noch bei weitem nicht so, dass das jetzt, ja, jetzt werden hier wieder 4 Sekunden angezeigt, da oben sind es 3. Ja, das kann man jetzt nicht so genau sagen. Also das wäre jetzt eine denkbar ungünstige Konstellation für Erchin. Hoppala, nein! 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 Christian Prosch, mach mir den... Ich sag's nicht. Wir gucken mal, was ist passiert. Wir sind im Replay. Ja, er kommt hier über den Curb. Ja, das war auch ein schöner Cut. Ja, kommt hier über den Curb, verliert das Auto. Früh auf dem Gas, wahrscheinlich dreht er noch in der Luft und er schon voll im Beschleunigen oder Einrad und setzt dann auf und dann kriegt das Traktion und dann geht es natürlich ab hier. Ja. So, und dann will er beim Rausfahren, dreht er sich nochmal. Eieieiei. Naja, ich sag's gerade noch, ungünstige Situation für Erchin. Aber das war nun wirklich nicht mehr ungünstig. Wir sind wieder live. Lars Zunker fährt die schnellste Rennrunde mit einer 39,935. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wann kommen die vor ihm in die Box? Mario Söllner haben wir hier. Also da würde ich wirklich mal behaupten, die fahren noch 3-4 Runden. Vielleicht sogar 5. Was habe ich denn da jetzt wieder gesehen? Ja, aber Zunker ist so ja eigentlich fast dran, wenn ich das so... Oder? Nee. Da ist noch...
Wer ist das hier vor ihm? Das ist Zunka. Dann schauen wir mal. Das und so an Tostendress. Okay, das ist eine Überrundung. 13, ja, 13 Sekunden. Also da geht Zunka definitiv vorbei. Also wenn Söllner noch um den vierten Platz fahren will, sollte er jetzt wohl in die Box kommen. Aber ich glaube, das haben wir schon ganz oft gehabt. Da ist er stur wie ein Bock. Der Mario. Also den kann er uns ja nicht hören. Was vielleicht auch ganz gut so ist. So, Robert Schweder auf der 6. Auf der 7 Timo Mühleisen. Auf der 8 Thomas Walter. Auf der 9, ziemlich dicht dran, Markus Denk. Auf der 10, Johann Pleck. Und auf der 11 ist hier in der Box Tobias Zunker. Sergej Dovin wird da wohl noch vorbeigehen an der 11. Ja. Dreizehnter ist er. Und auf der 12 fährt Rainer Ebner. Benjamin Köhler denkt gar nicht dran, in die Box zu gehen. Und hier kommt Mario Söllner. Und hier kommt Lars Zunka. Also nicht schlecht, das ist hier, also sieht natürlich momentan etwas gestretched aus. Aber Zunka war bereits in der Box und die beiden vor ihm nicht. Das könnte für Zunka sogar Platz 3 werden. Vorausgesetzt, er muss nicht nochmal in die Box hin. Die anderen beiden vor ihm werden ganz sicher nicht nochmal stoppen. Und die sind dann auch mit frischen Reifen unterwegs, denn dann wird er keine Zeit mehr auf die rausfahren. So, Runde 29 sind die. Ja, also noch 29 Runden zu fahren. Ich bin mal ganz kurz eine Minute weg. Da sind wir wieder. So, Söllner jetzt in der Box gewesen, auf Platz 5 wieder raus. Wenn ich das richtig sehe, ist Rosch ist auf 4, also der muss wohl auch in der Box, ja, Zunker auf 3. So, Köhler jetzt momentan Zweiter, der war aber wohl noch nicht in der Box und der fährt auch noch eine Runde. Und da vorne Ercin, der müsste auch... Doch, Ercin war in der Box, ist auf Platz 1 wieder rausgekommen.
Einzig Köhler war jetzt aus der Spitzengruppe noch nicht drin. Das wird dann nochmal spannend. Kann man jetzt schon spekulieren, ob Köhler vielleicht komplett durchfährt? Ja. Ja, Christian Brosch ist bis auf 4 zurückgefallen. Das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Ein solcher Zieleinlauf, würde ich mal behaupten, hätte er keine Chance mehr auf den zweiten Platz. Der gesagt, auf die Vizemeisterschaft. Da würde es sogar eng ums Podest. Aber er ist nur 9 Sekunden hinter Zunker. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass Zunker nochmal irgendwann so um die Runde 15 bis 20 nochmal in die Box kommt. Also bei noch 15 bis 20 zu fahrenden Runden. Ja, Mario Söllner auf der 5, Timo Mühleisen auf der 6, auf der 7 Robert Schweder und auf der 8, ja, Jonathan Erdschin jetzt die schnellste Runde, Thomas Walter, auf der 9 Markus Denk und die beiden haben sich hier immer noch lieb. Dann gucken wir uns das doch mal ein bisschen an hier. Ach, wie mache ich den für ein Chaos? Und das sind dann so die Kleinigkeiten, wo man halt sagt, Mann, das musste doch nicht sein. Gucken wir uns nochmal an. So, hier das gleiche Spiel wie vorhin bei Brosch, nur hier noch mit einer höheren Geschwindigkeit. Und der Grip hier abseits der Strecke, das hat eher was mit einer Eisfläche zu tun. Also er ist hier relativ zügig wieder losgekommen. Brosch hat da deutlich mehr Zeit verloren bei seiner Aktion. Aber nichtsdestotrotz, Markus Denk jetzt erstmal wieder ein ganzes Stück zurück. So, wir gehen mal wieder live. Und schauen mal, was der Erste macht. Der fährt nämlich immer noch da, das soll er auch. Aber Zunker ist jetzt auf 2. Köhler war in der Box. Brosch ist auch vorbei. Döllner. Also jetzt bin ich aber doch ein bisschen... Benjamin Köhler ist auf 5 wieder raus. Auf Platz 5. Heieieiei. Und hat 6 Sekunden Rückstand auf Söllner. Das gibt... Ja, kommt gerade so ein kleines Déjà-vu. Vom vorletzten Rennen. In Suzuka. Da war es dann halt auch wirklich so, dass er da... so eine Aktion gebracht hat und dann noch ganz zum Schluss sich Söllner noch gegriffen hat. In Korea. Leider konnten wir ja vor 14 Tagen das letzte Rennen nicht übertragen. Das war das erste dieses Jahr, was ausgefallen ist. Und das ausgerechnet auf einer 1-Ring, habe ich mich sehr, sehr drüber geärgert. Es ging aber leider nicht. Und was wir ja als Ersatz für den Indien Grand Prix gefahren sind.
gucken wir uns das Ganze mal von hinten an. Ausgefallen hier Rainer Heinke. Ich gehe mal von dem Discord. Upsala, das ist er ja schon gar nicht mehr. Achso, nee, halt. Wir müssen das ganz anders sehen. So, auf Platz 20 haben wir leider Gottes den Frank Schöber, der irgendwie disqualifiziert wurde. Dann auf der 19, ja gut, auf der Position 18 Rainer Heinke ausgefallen. Also ich gehe von einem Disconnect aus, das war zu komisch aus, aber auch egal. So, Platz 17 für Jan Riedel, den haben wir heute noch gar nicht so wirklich im Bild gehabt. Doch vorhin, da haben wir gesagt, es wäre Oliver Henne, das stimmt aber gar nicht. Also Jan Riedel hier auf der 17, Thomas Walter jetzt gerade mal wieder zurückgefallen auf die 16. Weil, ausgefallen. Ja. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal was Unliebsames tun, ob da irgendwas steht. Nee, einfach nur DNF. Also, das heißt eigentlich erstmal Escape gedrückt. Gut. Hoppala. Achso, ja. Gut, Jan Riedel ist jetzt vorbei, ist jetzt 16. Also 16 Autos haben wir noch im Rennen. So, dann haben wir auf der 15 Thorsten Tress. Auf der 14 Oliver Henne. Auf der 13 den Tobias Zunker. Auf der 12 den Norbert Weiß. Nils Weiß. So, Rainer Ebner auf der 11. Drücken wir mal ein bisschen die Däumchen, dass es vielleicht noch mit einem Pünktchen klappt. Platz 10 für Sergej Vdovin. Der erste in den Punkten. Dann auf der 9 Markus Denk. Also der war ja nun schon bis Platz 5 vor. Platz 8 für Johann Pleck. Auf der 7 Hubert Schweder. Auf der 6 Timo Mühleisen. Auf der 5 Benjamin Köhler. Auf der 4 Mario Söllner. Auf der 3 Christian Brosch. Das ist ein Zweikampf, würde ich mal meinen. Christian Brosch fightet hier mit Tobias Zunker um den zweiten Platz. Ich möchte jetzt nicht behaupten, wie es ausgeht, aber ich gehe mal davon aus, dass Brosch hier durchgeht. Hat sich hier echt einen geilen Notausgang geguckt. Ja, ganz sauber gemacht. Keine Chance für Zunker. Das war perfekt. Vermute mal, wir werden in Kürze erleben, dass Brosch da auch wegfährt, weil er hat seit den Boxenstopps ungefähr, ja, ich glaube 8 Sekunden hat er Rückstand auf Zunker, also die hat er schon rausgefahren seit seinem Boxenstopp. Ja, der wird jetzt hier sich auch entfernen, also das denke ich mal. Und Zunker kommt nochmal in die Box, gut, dann hätte sich das Ganze sowieso erledigt. Also, Lars Zunker hier. Nochmal Reifenwechsel, jetzt gucken wir mal, wie lange dauert das Ganze. 5,6,7,8 Sekunden. Wow, das war lange. So, und da kommt auch Söllner wieder vorbei. So, jetzt natürlich die Frage. Und Köhler geht auch durch, wie es aussieht. Wie wird das hier? Ganz eng, ganz enge Kiste. Wow. Köhler gegen einen jetzt ganz frisch bereiften Zunker. Aber Köhler war ja auch noch nicht so, ist ja noch nicht so lange her, wo er in der Box war. Also auch der müsste theoretisch relativ gut funktionierende Reifen haben. Zuckt aber hier schon mal so ein bisschen raus.
Oh, Wahnsinn. Also, der will's wissen hier. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt müsste er wirklich... Ja, nein, das klappt nicht. Haben wir das ja vorhin gesehen von Thomas Walter, wo er da einfach außenrum an Stobbin vorbeigegangen ist. Ja, hier auf der langen Geraden kommt er an, aber das wird nicht reichen. Versucht das trotzdem. Köhler lässt ihm sogar ein bisschen Platz, aber er muss hier zu hart über den Curb, Auto hebt ab, verliert Haftung und das war es dann erstmal wieder. Gucken wir mal, wann war der Benjamin Köhler drin? Ja, es ist schon ein bisschen her. Ja, so viel jetzt auch noch nicht. In Runde 28 war er drin. Wir sind jetzt in Runde 34, also die Runde... Nee, Quatsch, das ist ja Mario Söllner. Sorry. Nee, Köhler sogar noch eine Runde weniger. Der war nur vor 5 Runden drin. Also das ist hier Kämpfen mit gleichen Waffen. Da brauchen wir uns jetzt hier keine Gedanken machen. Das erstaunt mich jetzt schon sehr. Oliver Henne geht hier mal gleich völlig weit beiseite. Er hat wahrscheinlich gleich schon eine Ansage gekriegt. Von seinem Teamchef. Ach nee, ist er ja selber. Also von der Box. Achtung, da kommen zwei, die noch direkt irgendwie möglicherweise ums Podest kämpfen können. Ja, was so ein Vorjahres-Toyota alles zustande bringt, da staunt man doch mal nicht schlecht. Aber es reicht auf den Geraden nicht, um Köhler auszubeschleunigen. Beziehungsweise auszubremsen an in der Kurve. Neun, zehn Runden noch. Aber auch nicht hier, dass man jetzt hier sagen könnte, Köhler geht hier, zieht hier davon. Im Gegenteil, also Zunker macht hier richtig Aktion, richtig Betrieb. Wenn er jetzt besser rausgekommen ist, und das ist er jetzt, aber Köhler macht dicht die Linie. So, jetzt gibt es mal so einen kleinen freundlichen Stupser und sagt, ey Junge, na, wir wechseln einmal die Fahrspur. Aber Zunker muss jetzt hier irgendwie vorbei. Das nutzt alles nichts. Und wir erinnern uns, da gab es ja vorher auch eine Kollision. Vielleicht ist das jetzt so auch, dass er die Erklärung des etwas aggressiveren Verhaltens von Zunker, dass er jetzt sagt, nee, komm jetzt, also mein, bitte, ja, jetzt macht das genauso wie links vorhin, aber nutzt nichts. Köhler ist auf der besseren Linie in der nächsten Kurve. Oh Mann, hier geht es ja echt hart zu. So, jetzt ist er aber wirklich daneben.
Aber Köhler wieder auf der besseren Linie. Jetzt aber Zunkerhausen. Und jetzt passt es. Jetzt passt es. Ein sensationelles Manöver. Hammergeil gemacht. Das schauen wir uns direkt nochmal an, auch wenn es jetzt hier vielleicht einen Konter gibt. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Zunker hier rechts. Geht hier. Zwingt Köhler einen Fehler. Geht jetzt hier außen und dann natürlich innen vorbei. Und hat dann natürlich auch die bessere Linie in der nächsten Kurve noch. Und ist somit durch. Ja, so kann es gehen. Lars Zunker fährt somit auf Position 4. Und wir sehen, er kann auch gleich ein bisschen Abstand zwischen sich und Köhler legen. Also das war wirklich ein sensationelles Manöver. Ich möchte sagen, das war sogar noch ein Ticken besser als Jonathan Erchin in Spa, als er da in Turn 1, 2, 3, 4 außenrum überholt hat. Ja, und Köhler kontert natürlich hier mit seinem höheren Topspeed, den er wohl hat. Ja, und ist wieder durch. Ja. Ja, da sehen wir nochmal richtig geile Action hier. Ja, und vorne an der Spitze tut sich nicht allzu viel. Erchin auf Platz 1, Porsche auf 2, fast 30, also 26 Sekunden Rückstand. Und hier wird es wirklich, hier geht es jetzt echt in Grenzbereiche. Also die Jungs machen hier richtig ernst. So, jetzt das gleiche Spiel wieder. Aber diesmal klappt es nicht so gut. Ja, und jetzt ist er zu weit weg. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Zunker auch langsam Probleme mit dem Reifen bekommt. Also er hätte, wenn er die Führung hätte behalten können, ein bisschen eine knappe Sekunde dazwischen legen, dann wäre alles gut gewesen. Aber ich befürchte, so langsam werden seine Reifen diesen Fahrstil nicht lange mitmachen. Wenn wir da wohl ein bisschen viel Temperatur drauf haben. Verloren jetzt hier. Das hätte ihm gelingen müssen. Diese anderthalb Sekunden, die jetzt Köhler auf ihn Vorsprung hat, dann hätte das Sinn gemacht. Er hätte eine ernsthafte Chance gehabt. Schade, schade. Es ist so, dass wir dem Benjamin das nicht gönnen, aber gut, ich meine, der ist immerhin Meister und allein die Tatsache, dass ein Lars Zunker hier auf diese Art und Weise mit dem Champion der diesjährigen Saison fightet, das ist schon aller Achtung wert. Alle Achtung wert, so rum. So, Marion Söllner hier nochmal auf Podestkurs. Nach unzählig vielen vierten, fünften und sechsten Plätzen. Köhler, die sind da aber alle nicht mehr so weit weg von Mario Söllner. Also
Jetzt gucken wir uns mal die Rundenzeiten an. Söllner 39,9, 39,5, 39,6. Köhler 39,3, 39,8, 40, 39,6. Naja gut, also da ist momentan noch nicht so. Ja, und logischerweise Zunker auch nicht viel schneller. Also momentan können sie vielleicht den Abstand noch halten, aber gut, jetzt ist Köhler, hat er freie Fahrt, wird nicht mehr bedrängt. Vielleicht geht da jetzt noch ein bisschen was. Ja, Zunker holt wieder ein bisschen auf. Wieder 3 Zehntel gut gemacht die letzte Runde. So, wir gucken mal ins Cockpit von Köhler, ob er da vorne den Mario Söllner schon sehen kann. Glaube aber eher nicht. Kann ich hier auf der Geraden. Doch. Da liegt ja nur die Kurve zwischen den Jungs hier. Mal nach hinten. Da ist erstmal noch keine Gefahr. Ja, ist Köhler immer irgendwie erst so, weiß ich nicht, die letzten Rennen habe ich so den Eindruck, kommt er immer erst zum Ende hin so richtig in die Gänge. Der hat jetzt hier außergewöhnlich präzise, also auf dieser Strecke. Das ist wirklich grandios gemacht, muss man sagen. Jetzt hat er wieder zugelegt. Wenn das hier stimmt, sind das 3 Sekunden, die ihm fehlen, nicht mal auf Mario Söllner. Drei Ausfälle bisher heute. Frank Schöbert ist qualifiziert und zweimal DNF für Rainer Heinke und Thomas Walter. Dann haben wir momentan auf der Position 16 den Jan Riedl, auf der 15 Thorsten Dress. Oliver Henne auf der 14, Nils Weiß auf der 13, Platz 12 für Tobias Zunker, Platz 11 für Rainer Ebner, auf der 10 Markus Denk. Und da müssen wir doch, ja, da ist auch, die sind auch nur 2 Sekunden voneinander getrennt. Sergej Storwin auf der 9, auf der 8 Johann Black, auf der 7 Timo Mühleisen, Robert Schweder auf der 6, 5. Platz für Lars Zunker, 4. hier im Bild Benjamin Köhler, auf Platz 3 Mario Söllner, Christian Prosch auf der 2 und Jonathan Ergin auf der 1. Und jetzt gucken wir nochmal in die Wertung. Christian Prosch würde jetzt hier sich mehr oder weniger vom Platz 2 verabschieden. Das würde bedeuten 193 Punkte plus die 25. Ja, wären wir bei 218. Habe ich das richtig gerechnet? Ja. Ja, richtig, 218. So, und dann fehlen dem Jonathan Ergin nur noch, nur in Anführungsstrichen, nur noch 14 Punkte auf Jan Wenninger. Das heißt, wenn Wenninger nächstes Mal auch wieder nicht dabei ist, reicht ein 4. Platz für Jonathan Ergin, weil er insgesamt auch mehr Siege hat und mehr Poles hat als Jan Wenninger. Aber halt 2 Rennen weniger insgesamt.
genauso wie Christian Prosch auch. Ja, das wäre dann der Fight dann nächste in 14 Tagen zum letzten Rennen, zum letzten Saisonrennen, zum Saisonfinale. Oh, jetzt wird es hier hinten nochmal richtig eng, weil Zunker ist auch wieder auf eine Sekunde ran. Ja, Wahnsinn, was geht denn jetzt hier ab? Was hat denn Köhler jetzt für Bauchschmerzen? Er verliert ja hier massig Zeit jetzt gerade. Jetzt eine halbe Runde war ich jetzt nicht aufmerksam. Ich weiß jetzt nicht, ob da was passiert ist, aber jetzt gucken wir nochmal ins Timing. Halt, das war falsch. Wir haben das Timing. Benjamin Köhler kann ich jetzt noch nicht sehen. Aber die sind momentan ja so 7/18 schneller pro Runde als der drittplatzierte. Mario Söllner. So, jetzt haben wir Platz 3, 4 und 5 hier in einem Bild. Also Prosch holt auf Erdschien jetzt massiv auf. Also, nee, doch nicht. Doch. Sorry, das war hier gerade eine Fehlinformation. Da standen eben noch was von 18 Sekunden. Das waren vorher 26. Das ist wieder auf 23 gesprungen. Also, naja, doch, da oben steht irgendwas von 20 Sekunden. Also, er holt auf, aber ich gehe davon aus, dass Erdschien das jetzt kontrolliert. Dass er einfach jetzt nur noch minimal Motorprogramm fährt. Oh, und die sind hier alle ganz dicht beieinander, die drei. Benjamin Köhler, wir gucken mal nach hinten. Das da ist Lars Zunker. Ja, so dicht kann es gehen. So, gucken wir mal wieder nach vorne. Uiuiuiuiuiui. So, jetzt ist natürlich hier. Das ist natürlich jetzt hier eine Hammerszene. Platz 3, 4 und 5. So, und ich glaube, Söllner wehrt sich da auch nicht gar nicht so sehr. Und da geht auch. Upsala, aber ich glaube, den Zunker hat er nicht gesehen. Köhler durch und dahinter geht es jetzt hier richtig rund. Zunker. Ja, der glaubt wohl, Söllner wäre zu überrunden. Ja, das war jetzt so ein bisschen selbstverschuldet. Das war ein bisschen aggressiv von Lars Zunker. Da hätte er mal einfach mal einen Ticken zurückstecken müssen und sich vielleicht den dritten Platz vor Augen, den vierten Platz erstmal irgendwie anvisieren. Jetzt ist er wieder Fünfter. Hä? Moment mal. Wo ist denn der Prosch hin? Was habe ich denn da schon wieder verpasst? DNF. Christian Prosch fällt aus. Ach, wie bitter ist das denn? Oh Mann. Christian Prosch ist raus. So, wir haben noch 9 Runden. 10 Runden vor Schluss fällt Christian Prosch hier aus. Oh Mann.
Ja gut, dem Jonathan ist es im letzten Rennen, im vorletzten Rennen ähnlich gegangen, also. Ein Christian hat in Österreich gewonnen. Mit 5 Sekunden Vorsprung vor Jonathan Erchin. Also es war sicherlich eine sehr, sehr heiße Kiste. So, also wie wir hier sehen, Söllner hat hier nicht wirklich was gegen Köhler zu setzen. Also da wird sich nichts mehr ausgehen. Ja, für Christian Prosch ist wirklich eine ganz bittere Geschichte. Also das ist echt eine bittere Pille. So, wenn ich das hier jetzt richtig sehe, dann haben wir den Rainer Ebner. Dann haben wir den Rainer Ebner. Ja, okay, Motorschaden bei Christian Prosch. Au, wann, wie bitter. Ja, das ist natürlich heavy. Ja, aber nochmal zurück zu Rainer Ebner. Wo ist er? Da haben wir ihn. Rainer Ebner fährt hier seinem ersten Punkt in dieser Saison entgegen. Im vorletzten Rennen der Saison fährt er hier auf Punktekurs. Jetzt wollen wir und ist eigentlich immer noch die ganze Zeit mit Sergej Vdovin so auf einem Abstand zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden. Das ändert sich immer mal so ein bisschen. Also das wäre natürlich noch eine super Show heute. Würde mich irre freuen, wenn er da nochmal irgendwie dieses Erfolgserlebnis einfach als Danke für seinen Fleiß. Ich meine, er hat am Anfang der Saison gesagt, er wird nur hin und wieder mal ein Rennen mitfahren können und er war 15 Rennen dabei. Also ist heute sein 16. Rennen. Er hat lediglich 2 Rennen gefehlt. Also das ist doch ziemlich großartig. Da haben wir andere Ampelmenschen hier, die irgendwie sonst was vom Himmel versprechen und dass ich nicht nur jedes dritte oder vierte Rennen am Start stehen. Jetzt müssen wir mal gucken, weil da ist natürlich noch der Tobias Zunker hier, der mit ihm fightet, der das vielleicht noch nicht so ganz akzeptiert hat. Wir haben noch 7 Runden. Oh Mann, das wären für Rainer Ebner die längsten 7 Runden seiner Karriere hier in der F1 Racing League. Da müssen wir doch glatt mal schauen. Rainer Ebner fährt sehr, sehr konstant. 1,417, 1,417, 1,416. Tobias Zunker, ja, der ist ein Ticken schneller. Er ist ein Ticken schneller. Und der ist jetzt auch dran. Sind nur ein paar Zehntel, aber... Das sieht jetzt so aus, als ob Zunker hier jetzt vorbeigeht. Aber Ebner faltet. Und ich weiß, er kann das. Er kann das. Also, es ist ja eigentlich und sehr schön hier. Upsala! Oh, Mann. Und Zunker wartet. Zunker wartet.
super faire Geschichte hier. Ebner geht auch wieder vorbei, wobei ich jetzt die Schuld gar nicht so sehr bei Zunker gesehen hätte. Also das war auch von Rainer so ein bisschen mit dem Messer zwischen Zehen. Aber das kann ich schwer einschätzen. Ich kenne ihn halt schon seit Jahren und weiß, dass er eigentlich ein sehr, sehr konstanter und zuverlässiger Fahrer ist. Solche Dinge ihm eigentlich, glaube auch nicht, dass der jemals eine Strafe bekommen hat hier. So, jetzt kommt, gibt es dann noch Überrundungen. Da kommt Köhler dazwischen. So, jetzt ist er erstmal wieder ein bisschen durch. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal wieder nach vorne. Haben wir die ja auch so ein bisschen im Blick. Weil mich würde schon mal interessieren, was jetzt ja genau, Söllner und Zunker, Lars, oh, jetzt mach doch mal einen Zacken langsamer, Junge. So, jetzt ist er durch. Das ist jetzt erstmal gegessen und jetzt ist er wohl, ich weiß auch nicht, Mario kloppt wahrscheinlich, er parkt so ein bisschen. Erst die Geschichte da vorhin mit Köhler, der da vorbeiging wie geschnitten Brot und jetzt der Zunker noch hinterher. Vielleicht glaubt er wirklich, Lars Zunker, dass er noch irgendwie an den Benjamin Köhler ranfahren könnte. Aber ich befürchte, das wird wohl eher nichts. Rainer Ebner führt, ist noch vor Tobias Zunker. Ja, und Söllner, nachdem er sich von dem Schreck erholt hat, ist er auch gleich wieder mal einen Ticken schneller geworden und ist wieder ein bisschen rangekommen. Jetzt gucken wir mal, Köhler fährt da vorne 39,4, 39,7. Zunker, ja, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Jetzt, da ist Zunker eine 38,7 gefahren. Geht doch gar nirgendwo. Ach doch, doch, doch. 38,5 sogar, ja. Nur eine hundertstel Sekunde langsamer als Jonathan Erchin, der hier die schnellste Rennrunde markiert hat. Mit 38,584 zu 38,594 von Lars Zunker. Aber wohl erstmal so ein bisschen hat er sich hier von Söllner jetzt lösen können. Jetzt wäre es mal ganz nett, wenn man mal hier irgendeinen verlässlichen Abstand kriegte, den Lars Zunker jetzt noch. Ja, das müssten aber gut 7, 8 Sekunden sein, die Zunker jetzt auf Köhler fehlen und dafür reichen die Zeiten nicht. Da müsste er jetzt schon wirklich konstant 38er Zeiten fahren. Um da, aber wir haben nur 4 Runden, also das glaube ich nicht, dass das noch was wird. Also schon gar nicht vorbeikommen. So, da haben wir den Führenden, dass wir ihn hier auch nochmal vor der letzten Runde nochmal irgendwie so ein bisschen im Bild haben. 1:16:15, okay. Vorsprung vor Benjamin Köhler. Also, boah. So, dem ist das aber relativ schnurz. Der ist jetzt einfach nur noch auf Punktejagd, weil das ist natürlich auch mit dieser neuen Punktevergabe auch ein neuer Rekord, wenn ich mich ganz schwer täusche. Ich weiß nicht genau, wie viel Christian letztes Jahr hatte. Aber ich glaube, das ist werden mehr hier. Muss ich jetzt erstmal schauen. Ja, von wegen fährt dem Söllner weg. Also das sieht hier nochmal ganz anders aus. So, und es ist passiert. Tobias Zunker ist auf die 10 gefahren. Rainer Ebner ist auf der 11. Hei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 . Ja.
sehr, sehr, naja, weiß ich nicht, schade, kann man ja mal nicht sagen, das einen Glück ist das anderen Leid oder umgekehrt. Aber ich muss sagen, so ein bisschen hätte ich es dem Rainer schon gegönnt. Ganz stiller, unauffälliger im Forum, hier auch auf der Rennstrecke, fährt seine Rennen, hat da Spaß und bettelt sich hier ein, ich sag mal, von Platz, ja, man muss, kann ja nicht sagen, von 10 an, aber dann halt von 11 bis, ja, bis ans Ende. 11 bis 20, so, also in der zweiten Hälfte. Und ja, kommt zu allen Rennen, ist alles immer fantastisch. Also ich hätte ihm das schon so kurz vor dem Saisonschluss schon noch gegönnt. Aber gut. Ah, okay. Ja, Christian hat gleich mal nachgeguckt. Christian hatte 346 Punkte und Benny hat aktuell ohne, also ohne das aktuelle Rennen 298 Punkte. Also ich weiß nicht, ob sowas eine Rolle spielt oder ob er so eine Statistik im Kopf hat, der Benny. Aber ja, also wenn Christian jetzt noch eine Nullnummer hinlegt und Benny nochmal ins Ziel kommt, dann wird's eng. Aber das wird, nee, ich glaube, das ist gar nicht mehr zu schaffen. 298, jetzt kriegt er 18 Punkte dazu. Ja, bei 306, 316. Nee, kann er nicht mehr schaffen. Kann er nicht mehr schaffen, ist nicht mehr zu machen. Ja, Christian schreibt schon, nee. Ja, alles gut, alles gut. Nee, auch wenn er beide gewinnt, reicht das, glaube ich, nicht mehr. Ach doch, 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 genau, 2 Punkte dann hätte er dann Vorsprung, ja, genau. Nee, also er wird ja heute nur Zweiter, das ist ja definitiv, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzten 2 Runden jetzt der Jonathan ausfällt. Ja, nee, also mit dem 2. Platz hier heute kommt er an die Punktzahl von Christian nicht ran. So. Also ich denke mal, dass es auch hier in Richtung Lars Zunker nicht mehr von Relevanz ist und auch Lars Zunker seinen Vorsprung so weit klar auf den Drittplatzierten, auf den Viertplatzierten, auf den Mario Söllner hat. Also da denke ich mal, das ist gegessen, das Thema. Der 5, Robert Schweder, der sich dann irgendwann hat wieder durch, haben wir auch nicht mitbekommen, gegen Timo Mühleisen durchsetzen konnte. Ich weiß nicht, ob es durch Boxenstopps oder auf der Strecke passiert ist. Ist auch nicht so wichtig. Van Bleck auf der 7, auf Platz 8, wir sind in der letzten Runde, ich weiß das, Markus Denk auf der 9, Sergej Wdowin und die Top 10 beschließt hier Tobias Zunker. So, dann gehen wir mal hin zur Nummer 1, der heute seinen, jetzt muss ich nochmal gucken, in diesen Augenblicken seinen 6. Grand Prix-Sieg in dieser Saison einfährt. Ne, in diesen Augenblicken noch nicht, ein paar Kurven hat er noch. Ich gerade so im Augenwinkel habe ich dann wohl die zweite Startaufstellung im Auge gehabt. Ne, er muss noch ein bisschen rum. So. Nee, das war so auch nicht. Na, keine Ahnung, was ich da eben gesehen habe. Das war jetzt hier diese zweite Startaufstellung. Andere direkte Fights haben wir jetzt so erstmal nicht mehr. Und da kommt der Teamkollege, der lässt ihn da nochmal ziehen, lässt sich da freiwillig überrunden. So, und da haben wir ihn. Da kommt er auf die Start und Ziel und freut sich natürlich. Herzlichen Glückwunsch, Jonathan Erchin. Das ist mal nicht mal eine Serie. Was heißt eine Serie? Stimmt ja nicht, aber schon Wahnsinnserfolg. So, auf Platz 2.
Benjamin Köhler. Da haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt, bis der dann im Ziel ist. Über eine, weit über eine Minute zurück. Start und Ziel. Ja. Da vermute ich mal, wird die Rennkommission noch ein Wörtchen reden. Also das Manöver da war nicht so ganz clean, was er das eine, was er gefahren hat. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er entweder Mörder-Lag gehabt hat oder was auch immer. Aber das wird sich aufklären. Vielleicht haben wir da auch im Interview was zu. So, Platz 3 für einen wie entfesselt fahrenden Lars Zuncker. Der hat hier wirklich unglaublich gefightet hier heute. Etliche. Ja, kommen wir nachher im Interview. Wir haben ja sogar beide im Interview. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Auf Platz 4 Mario Söllner. Auf der 5 Robert Schweder. Auf der 6 Timo Mühleisen. Platz 7 für Johann Pleck. Oh, die Teamkollegen hier, die kommen da auch ganz gut klar. Auf der 8 Markus Denk. Auf der 9 Sergej Wdowin. Auf der 10 Tobias Zuncker. Auf der 11. Ich glaube, er wird ein bisschen traurig sein. Also ein bisschen, ja, aber ärgert, glaube ich, nicht. Aber er war, ich glaube, so dicht war er noch nie an einem Punkt. Rainer Ebner auf Platz 11. Auf der 12 Oliver Henne. Nee, Quatsch, was hätte ich denn? Platz 12, Nils Weiß. Endlich mal wieder ein Ferrari hier im Starterfeld. Auf der 13, Oliver Henne. Auf der 14, Thorsten Tress. Auf der 15, Jan Riedel. So, ausgefallen, Christian Brosch. 10 Runden vor Schluss. Thomas Walter, Rainer Heinke und Frank Schöber disqualifiziert. So, gucken wir mal, was die ersten machen. Machen sie ihren. Erstmal hier, das ist hier so. Hier sind so selten dämliche Kameras. Da haben wir sie. Die ersten drei. Wunderschönes Foto hier. Gehen wir auch noch mal ein bisschen weg. Also, herzlichen Glückwunsch. In der Mitte Jonathan Erchin. Links auf Platz 2 Benjamin Köhler. Rechts Lars Zuncker. Großartig. Tolle Sache. Ihr könnt euch dann verabschieden in eure Boxen und wir versuchen mal die Herrschaften hier ins Interview zu bekommen. Der Jonathan ist schon da. Ich gehe dann schon mal hoch und ja, klitzekleine Pause, also nichts Dramatisches machen wir dann gleich. So, wo ist denn mein TeamSpeak? Da haben wir sie ja schon alle. Erstmal horchen wir die da oben quatschen, bevor ich hier mit der Audiotechnik dann da auch rein switche. Also kleinen Augenblick bitte. User left your channel. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Interview des 18. der 18. Runde zur World Championship der F1 Racing League hier in der Formel 1. Großer Preis von Abu Dhabi. Und ja, wir haben ein ziemlich hammerhartes Rennen gesehen. Mal wieder eines, ja gut, das letzte auf dem A1-Ring konnten wir ja leider nicht übertragen. Vielleicht war es da ja ähnlich, das kann ich nicht wissen, aber auch seit relativ langer Zeit wieder mal richtig Action auf der Strecke. Nicht immer, glaube auch, so wirklich positive. fangen wir mal mit unserem, ich hoffe doch einigermaßen glücklichen, immer noch, trotzdem noch glücklichen Lars Zuncker an, auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch, Lars. Danke. Oh, das klingt schon sehr verhalten, ich befürchte. ja, Lars, das lief ja alles recht gut. Ist dann die Geschichte, ich glaube, das war mit Benny, ne?
Also, wo du dann auch gleich anschließend in die Box kamst. War das geplant, die 2 Stopp, oder war das eine Folge dieser Kollision? Das war umgeswitcht, weil ich wusste nicht genau, was schneller ist. Hab gehofft, dass es so schneller ist. Gut, letztendlich war es zum Glück so schneller. Ja. Aber wenn man dann am Schluss selbst noch die Karre wegschmeißt, dann hat man da auch eigentlich keine Ja, Chance. gut. Das ist richtig. Und Ja. ja gut, am Anfang, dass Benny so rangekommen ist, da war ich auch selber schuld dran, habe selber das Auto verloren einmal vorher. Und Ja. dementsprechend muss ich eigentlich zufrieden sein mit dem Ergebnis. Okay, dann habe ich das jetzt einfach falsch auf dem Zettel gehabt, weil Benny hatte irgendeine Kollision und ich glaubte, das war mit dir. Aber Das war dann, auch mit mir, ja. das war mit dir, ne? Also da hast du ja dann auch doch einiges an Plätzen verloren, warst dann, glaube ich, 6. oder 7. oder gar 8., ich weiß gar nicht. Und ja, und dann ging es ja erstmal wieder, und dann kamst du ja in die Box und dann ging es dann irgendwann wieder nach vorne. Ja, nochmal ernsthaft dran geglaubt, also ich meine, gut, wurde dich dann selber weggedreht, aber nochmal ernsthaft dran geglaubt, dass du da nochmal an Benny vorbeikommst? Ich hab's gehofft, also ich habe irgendwann bei meinen Runden lang, ich weiß nicht, wie viele Runden das waren, das müssen auch 5, 6 Runden gewesen sein und Mindestens, ja. dann verzweifelt man irgendwann, aber Ja. Ja, du bist, dann war warst ich auch. einmal kurz vorbei und ja. Ja, richtig. Da gab es halt ein sehr, sehr geiles Überholmanöver von dir. Also das haben wir auch gut gesehen und haben es auch nochmal wiederholt. Und das hatte schon was von der Qualität von Jonathan in Suzuka. Aber hat ja nicht so viel genutzt, weil da kam ja dann Mario irgendwie dazwischen und bei der Überrunderei, da warst du dann, glaube ich, ein bisschen hektisch. Ja, und hast dich dann da gedreht. Das war natürlich sehr ärgerlich, ja. Ja, ich war noch total auf Bennys Linie eingestellt und dann war Mario etwas langsamer an der Stelle als Benny und ja, dementsprechend selber Ja, schuld. gut. Also, aber trotzdem glücklich über den 3. Platz, denke ich mal. Gucken wir mal, was da noch am Ende, nach dem nächsten Rennen, was da noch geht. Ja, kommen wir zum 2. Platzierten. Benny, ich weiß ja nicht, was du für Mittel nimmst, aber jedenfalls nimmst du sie nicht vorm Rennen oder schon gar nicht vorm Qualifying. Also das geht ja bei dir jetzt, ist mir heute einfach aufgefallen, zumindest die letzten beiden Rennen, jetzt mal Österreich außen vor gelassen, geht's ja dann, geht das ja immer recht verhalten erstmal los bei dir. Und das wird erst so, ja, nach dem ersten Boxenstopp fängst du irgendwie erstmal an, Gas zu geben. Ist das Prinzip oder ist es jetzt einfach schon, vielleicht jetzt auch noch das Interview nutzen? Sorry, Mensch, ja, überhaupt, dir erstmal nochmal herzlich zur Meisterschaft zu gratulieren, also nicht nur zu diesem 2. Platz, haben wir zwar auf der Webseite und auch im Livestream heute getan, aber jetzt nochmal persönlich. Ja, erzähl mal, wie funktioniert das bei dir? Ja, danke schön erstmal. Dieses Mal war es zurückzuführen auf einfach zu wenig Training. Aber ich habe allgemein festgestellt in den letzten Rennen, dass ich irgendwie also eine scheinbare Qualifying-Schwäche habe. Dass ich das, was ich im Training schaffe, halt im Quali nie umsetzen kann. In meiner letzten Runde hatte ich auch im ersten Sektor war noch gut. Hatte ich 3 Zehntel Vorsprung dann in irgendwie einer Kurve weggeworfen und ja, passiert mir irgendwie jedes Rennen mittlerweile. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, und dann, dass ich im Rennen schneller geworden bin, das lag halt einfach daran, dass ich vorher nicht, dass das Training durchs Rennen dann kam. Ach so, Mehr oder okay. Naja, weniger. gut. Du hast ja einen relativ guten Start, hast 2 Plätze am Start gut gemacht, bist dann auf 4 gefahren. Aber das ging ja dann auch noch mal ein Stück weiter nach hinten dann. Also ich meinte, ich habe dich dann wieder auf 6 oder 7 sogar fahren sehen. Ja, ich hatte durch die kleine Berührung mit Lars, also das war nicht, wo er sich gedreht hat, das war, wo er mich überholt hatte. Da hat er sich, das war in der Doppel rechts und da hat er mich vorne leicht gestriffen. Da ist meine Aufhängung gelb geworden. Ich habe vergessen, Schaden nach Reparieren auszustellen. Da habe ich dann 16 Sekunden in der Box gestanden. Ah. Ja, und da habe ich mich dann ein bisschen weiter hinten gefunden. Ja, okay, alles klar. Ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, ja, die Meisterschaft ist in der Tasche. Wir haben auch gerade mal ausgerechnet, mir war halt unklar, warum du fährst wie der Teufel. Mein klar, ein Racer raced nun mal, das ist, steht außer Frage. Aber das war ja teilweise schon wirklich sehr, sehr risikoreich, das Ganze, was da so Ja, das abging. Überholmanöver da gegen Lars vor Start ziehe ich jetzt im Nachhinein hätte ich es nicht nochmal gemacht. Ja, ne, Aber da habe ich also. vielleicht eine Lücke gesehen, wo keine so richtig war. Also er hat Ja. sich ein bisschen verbremst, glaube ich, auch. Ja, naja, es war halt schon, ja. Nee, aber ist natürlich doch irgendwie jetzt, wir haben da halt nochmal nachgerechnet. Also, du wirst die Punktzahl von Christian, die er zur Meisterschaft eingefahren hatte, dann nicht mehr erreichen mit deinem 2. Platz heute. Da hättest du heute und auch das nächste Rennen gewinnen müssen. Dann hättest du 2 Punkte Vorsprung gehabt. Also, das war halt, wir haben so ein bisschen drüber philosophiert.
wieso du halt so fährst, ob das dann nochmal vielleicht, es kann ja eigentlich, konnten ja nur noch die Punkte sein, weil Rennsiege und Poles kannst du auch nicht mehr einholen, also jedenfalls also in dieser Saison nicht von Jonathan, also ja, war irgendwie ein bisschen, ja, gut, aber alles zum guten Ende gekommen. Kommen wir zum Rennsieger, ja, herzlichen Glückwunsch, Jonathan. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn du die gleiche Anzahl Rennen wie Benjamin gefahren wärst? Und Jan? Ja, habe ich. Aber da ich einfach von Anfang der Saison zu unkonstant war und eigentlich zu langsam, wäre, glaube ich, auch nichts daraus geworden, wenn ich so viel gefahren wäre wie die. Ja. Ja gut, ich meine, du hast ja auch immer noch den einen Zulieferer, ne, der dir immer diese scheiß Teile schickt. Wir sagen so untereinander im Internetverbindung. Und ja, dann ja, erzähl mal heute so ein bisschen. Es war ja relativ, du warst ja relativ lange Zeit hinter Christian. Und dann ging es vorwärts. Und dann war es auf einmal, ja, Christian hat uns dann mal wieder erfreut mit einem seiner sprichwörtlichen ja, Pirouetten oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann ging es aber ziemlich stramm nach vorne und dann stagnierte es bei, ich glaube, das Höchste, was du weg warst, waren 26 Sekunden. Und dann stagnierte es, dann ging es nicht mehr. Hast du dann den Speed rausgenommen oder war das genug für dich oder habt ihr euch irgendwo da, weiß ich nicht, beide irgendwie geeinigt? Ja, da habe ich nicht gewusst, weil ich es nicht richtig getestet habe, wie lang der Motor und die Bremsen halten würden. Und dann bin ich einfach auf Motorprogramm 6 runtergegangen, hab's dann eben versucht, so ins Ziel zu fahren. Ja, wollen wir mal den Christian nochmal, ich weiß ja nicht, ob er schon sprechen kann. Also schreiben konnte er. Ja, kann ich. Runde 10. Ich meine, es geht ja bei euch tatsächlich noch um Platz 2. Also bei dir jetzt nicht mehr, aber muss man ja mal so ganz deutlich sagen. Mit der Nullnummer jetzt A1-Ring gewonnen und jetzt hier eine Nullnummer hinterhergeschoben. Das kann ja irgendwie nicht so das Ziel gewesen sein. Motor hoch, hast du einfach nicht mehr drauf geachtet, oder? Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe wahrscheinlich ist bei der mehr oder weniger Aufholjagd ein bisschen übertrieben. Glaube ich, denke ich mal, habe ich den Motor zu sehr beansprucht beim Runterschalten. Denke ich mal. Und dadurch habe ich ihn dann, weiß ich nicht, 10 Runden vor Schluss zu den Engeln gejagt. Also ich habe es aber auch relativ spät erst bemerkt, dass mein Motor raucht. Also von daher. Naja, ich glaube auch nicht, dass ich es hätte, wenn ich es rechtzeitig gemerkt hätte, über das Ziel retten können. Also das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Ja. Aber naja, mein Gott. Was soll's? Ja, ist halt so. So, Herr Söllner, schon alles wieder gut bei Ihnen? Ich bin immer noch glitschnass, Lutz. Ja, das dachte ich mir. Das wollte ich ja eigentlich war das die einzige Frage, die ich habe, aber ja, ich meine, wann, ich hatte dich schon so ein bisschen mit auf dem Zettel, weil es ging ja bei dir eine ganze Weile schon noch deutlich um Platz 3 und eigentlich sogar vielleicht eventuell sogar Platz 2. Spätestens als der Lars dann, also es gab ja dann, der Lars hat sich ja dann beim Überholen von dir, der ist ja so, wollte ja so an dir vorbei, als würde er dich überrunden wollen, beim letzten Mal. Und hat sich ja dann da irgendwie an dir aufgedröselt und sich da gedreht. Als dann der Benny an dir vorbei war, und dann der Lars kam, hast du da eigentlich so gedacht, du hast ein Motorenproblem oder parkst oder irgend sowas? Weil da war ja dann immer sofort nach so einem Überholmanöver irgendwie 2 Sekunden oder 1,5 Sekunden Rückstand, die du aber dann wieder zugefahren bist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Erklär mal. Ja, das Seltsame war, dass ich, umso leichter das Auto wurde, hinten am zweiten Messpunkt, über diesen, wo man so hart über die Curbs drüber musste, ne, hatte ich extreme Schwierigkeiten und bin extrem vorsichtig gefahren. Und ja, wenn du hinter jemanden herheizt und eine Position halten willst oder wie auch immer, läuft's immer ein bisschen anders und du gehst mehr Risiko, zumindest ich. Und ja, als Benny dann vorbei war, ich die alle Fälle schwimmen hab gesehen, dachte ich mir, okay, jetzt alles oder nix und bin halt da, bin in einem anderen Tempo dann wieder drüber und ist sich auch ausgegangen. Aber mich hat's ja einmal gedreht gehabt am Anfang, genau an der Stelle, und da war halt dann Vorsicht ein bisschen mehr, aber ja, und als es dann, ich gemerkt habe, dass er wirklich wesentlich schneller war. Ich wusste jetzt nur nicht am Schluss, ob ich wirklich
wesentlich schneller hinter ihm war oder ob er einfach nicht mehr, ob ich ihn ein wenig durcheinander gebracht habe. Die Zeiten weiß ich jetzt nicht, ne? Weil am Schluss fuhr er ja nicht mehr weg. Aufgeholt hat er wieder. Ja, 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 ja. Aber dann, also bin ich wirklich dann schneller gefahren, ja? Oh, okay. Ja, ja, also ja, zumindest, ich weiß es nicht. Also müsste Benny selber sagen. Rausgenommen. Ah, Lars jetzt, ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja, da gut, da waren ja dann irgendwie 3, 3,5 Sekunden. Also da konnte er sich ja einigermaßen sicher sein, wenn er keine Fehler mehr macht. Aber das ist natürlich. Ja, war jedenfalls ein tolles Rennen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu moderieren. Ich hoffe, das klappt zum Saisonfinale auch. Ich werde alles dran setzen, dass wir das hinkriegen. War alles ein bisschen ruckelig heute, weil wir irgendwie ausweichen mussten. Und auf eine andere Maschine, die dafür eigentlich nicht gedacht war. Und ja, und dann hoffen wir mal, dass wir uns dann 14 Tagen zum Saisonfinale in Brasilien hier alle wieder schön alle schön wiederfinden und dann auch einen ordentlichen Abschiedsparty hier machen können. Also, vielen Dank und ja, bis zum letzten. Jo, tschüss.